Hallo Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind hier wieder mittendrin, statt nur dabei, in einem sogenannten 360 Grad Virtual Reality Video. Ihr könnt selbst die Perspektive bestimmen. Am Handy, am Tablet, aber auch am Desktop könnt ihr die Kameraperspektive, Position quasi wählen und schwenken. Könnt ihr jetzt quasi meine wunderbare Visage schauen. Ich hoffe, ich habe nichts zwischen den Zähnen. Haben gerade so Nutella-Pizza gegessen, war mörderisch. Oder ihr könnt euch in die sardische Landschaft verlieben oder natürlich in die Afrika Twin Adventure Sports, die unter mir ist. Die Kollegen machen sich schon bereit, dann erwecke ich. Hi, sorry, may ja, I speak? I'm fine, ja. Now we start. Ja. In 10 minutes we found a video shooting point. Ja. Then we have 30 minutes of tarmac. Okay. Tarmac. Then off-road, Ja. 10 kilometers. 10 Kilometer Offroad, okay. At that end of 10 kilometers. We have a photoshooting again. Photoshooting again, ja. Then 1 hour with a coffee break in the middle of nice road like last Okay, year. great. And tomorrow we have more off-road. Thank you. And more technical. Okay. Today. Easy but technical. Looking forward, thank you. Gut, Burschen, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ja. Particularly one of us stay with you. Okay. If you want to make something Okay. different, come back Okay. ask and Okay, thank you. Thank you. Na, der Bursch kennt sich aus. Also der weiß, was Sache ist. Offensichtlich macht er immer wieder mal was für Videoleute. Und jetzt fahren wir los. Ich bin jetzt hier in der Gruppe mit den tschechischen und griechischen Kollegen, glaube ich. Und slowakische, ungarische Kollegen sind, glaube ich, noch hier. Ihr seht schon, es sind heute alle mit der Adventure Sports unterwegs. Und morgen fahren wir nachher mit der Africa Twin. Und morgen ist auch das Gelände ein bisschen herausfordernder als heute. Heute war es, wie soll ich sagen, eine leibende Schotterpartie. Und morgen soll es schon ein bisschen kerniger werden. Es ist so, das ist ein sogenannter European Press Test. Das heißt, es sind hier Journalisten aus ganz Europa eingeladen. Und es sind bei so Topmodellen wie das hier durchaus alles sehr, sehr erfahrene Piloten, muss man so sagen. Ich glaube, der Einzige, der jetzt nicht so wahnsinnig erfahren ist, ist der von mir. Aber ansonsten, glaube ich, sind da alle durchaus erfahren, haben viel Offroad-Erfahrung auch. Und ja, ist für mich dann auch angenehmer, da brauche ich keine Angst haben, dass mir wer wegräumt. Das ist bei günstigeren Motorrädern immer wieder ein Problem, dass die dann halt eher ja, Einsteiger schicken, die Häfteln, weil sie sich nicht mehr so das Personal leisten können. Dann ist es ein bisschen mühsam. Ui. Na, das wird schwierig. Ja, die 360-Grad-Kamera wird da in dem Gelände ein bisschen wackeln. Ja, liebe Leute, ihr seht was, habt das vielleicht, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber ich bin jetzt im sogenannten Tour-Mode unterwegs. Also die Maschine hat insgesamt 6 Fahrmodis, wobei 4 sind so vordefinierte und 2 Modi sind eher so, ja, sind User-Modi, kann man sich dann selbst herrichten, wie man es möchte. Und da ist so, dass diese Grundabstimmung dieser Modi richtig, richtig gut ist. In dem sogenannten Tour-Mode, den ich jetzt habe, das ist auch eine eher sportivere Abstimmung. Also da ist das Fahrwerk für eine Honda überraschend straff. Dementsprechend hat sich das durchgebeutelt. Wir haben zwar ein elektronisches Fahrwerk hier mit drin, aber das Grundsetup ist überraschend straff. Und das ist auch was ja, dieser Fortschritt möglich macht, diese Elektronik möglich macht. Nur dadurch kann Honda jetzt auch ein bisschen ins Extremere gehen, weil man ja das mit einem Mausklick, also Entschuldigung, nicht mit einem Mausklick, aber mit einem Drücker, im konkreten linken Lenkeine, wenn es jetzt herschaut, drücke ich jetzt einfach einen Taster runter oder einen Taster rauf. Warte, da muss ich zuerst rausgehen aus dem Menü. Ich bin da irgendwo in den Tiefen des Menüs. Hoppala, hoppala. Kann ich hier runter und rauf drücken und so komme ich in die einzelnen Fahrmodi rein. Und so kann man insgesamt das Fahrzeug viel breiter aufstellen, weil ich mehr in die Extremen gehen kann, wenn man sehr schnell in die eine oder die andere Richtung ja, sich einstellen kann. Ich versuche jetzt mal in diesen Stadtmodus. Genau, der Stadtmodus ist so, wie soll ich oute mich jetzt, mein Lieblingsmodus. Der Stadtmodus hat den Vorteil, dass alles ein bisschen gemütlicher ist. Ich würde sagen, vom Grundsetup her, vielleicht vergleichbar mit der bisherigen Africa Twin, ein senftartiges, was ist? Okay. Walking
Bremse in der Hand. Keine Ahnung. Gut. Also, wie wirkt sich das aus, dieses ganze Mega-Elektronik-Paket, das da jetzt mit drauf ist? Du hast Traktionskontrolle, du hast Kurven-ABS, du hast elektronisches Fahrwerk mit dabei, das du aber extra als Option mit dazu nehmen musst. Du hast ein Kurvenlicht vorne mit drinnen und all diese Dinge greifen auf diese Sensorbox zu und können dann dementsprechend auf die jeweilige Lage in Rücksicht nehmen. Und das ist so, das hört sich jetzt wahnsinnig kompliziert an, aber ihr seht das jetzt im Sattel, es ist wahnsinnig natürlich. Zum Beispiel jetzt sieht man es ganz gut, ich habe jetzt angebremst in der weichsten Fahrwerkseinstellung in diesem sogenannten Startmodus und trotzdem taucht es aber nur genau so viel ein, wie es das braucht, dass es auch gut in den Radius kippt und somit bleibt die Maschine ganz Reiseenduro untypisch, auch in schnelleren Kurven sehr präzise und stabil. Also jetzt bin ich sogar im komfortablen Modus, in diesem Startmodus drin, trotzdem aber keine Herumeierei in schnelleren Radien, weil eben das elektrische Fahrwerk dann die Dämpfercharakteristik ein bisschen straffer macht und somit ist das eine, ja, kann man so sagen, eine eierlegende Wollmilchsau. Vielleicht sieht man es jetzt beim Überholvorgang. Es ist so, dass die Afrika Twin 10% besseres Leistungsgewicht hat, aber es ist immer noch so, dass es jetzt kein bitterböses Biest ist und sich da irgendwie mächtig nach vorne katapultiert. Es ist eine praxistaugliche Motorisierung, die, wenn man oben sitzt, sich so anfühlt, dass man sagt, hey, das ist genau richtig, das passt wunderbar. Und es ist immer noch so, dass sie nicht anstinken kann gegen ein Super Adventure oder auch nicht gegen eine 1250er IS, auch nicht gegen ein Multistrada, gegen eine große, aber es ist eine Aufwertung im Vergleich zu bisher. Das Ansprechverhalten ist trotzdem angenehm, also der ganze Charakter hat sich nicht verändert, ihr seht es, ich kann da am Gasgriff wunderbar dosieren, jetzt lasse ich da am Kurvenausgang, lass ich da ein bisschen den Gasgriff geschmeidig nach oben schnalzen oder die Drehzahlmesser, wobei da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist so ein bisschen der Irrglaube für manche Leute, wenn sie sagen, ich habe elektronische Fahrhilfen mit drin. Man kann zwar natürlich gefahrlos den Gasgriff öffnen und wunderbar aus den Kurven raus beschleunigen. Nur wenn dann dort, so wie hier, Verschmutzung ist und der Reibwert ist dann einfach nicht mehr groß genug, dann hilft mir auch ein Kurven-ABS und eine schräggangabhängige Reaktionskontrolle nichts mehr, wenn schlicht und ergreifend ich die Grenzen der Physik überschreite. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man da so einen technokratischen Zugang hat, weil dieses Fahrzeug weckt so viel Vertrauen hier auf der Straße, es bleibt so stabil, dass man ja, sich doch immer wieder ertappt und ein bisschen zu schnell unterwegs ist. Aber daneben, wenn man zu schnell in die Kurve hineinfährt, können all die Bits and Bytes nichts helfen. Das ist im Gelände noch schlimmer, aber auch hier Offroad ist das immer wieder der Fall, Onroad ist immer wieder der Fall, dass man ein bisschen zu flink in die Kurve fährt. Ich glaube, der Kollege von mir ist jetzt nicht so erfahren wie die anderen hier, aber ist jetzt kein Problem, ist nicht unangenehm, er fährt zumindest nicht im Gegenverkehr, er fährt auch im Gegenverkehr. Was kann man auch sagen? Ich weiß nicht, ob ihr es hört, es ist halt die Akustik, also die Soundqualität schlecht, aber vielleicht in den anderen Videos ist es ein bisschen besser mit drinnen von der Videocrew. Ich muss sagen, dass das eine sympathische Soundkulisse ist. Du hörst was, es ist ein charismatischer, stampfender Sound, ist aber nicht aufdringlich. Du fährst im niedrigen Drehzahlbereich mit wenig Gas sehr leise durch die Ortsgebiete. Auch in neuralgischen Motorradstrecken kannst du wirklich ganz, ganz leise durchgleiten lassen. Die Maschine auch mit einem hohen Speed ist kein Problem. Und wenn du Sound hören willst, musst du dir ein bisschen flotter den Gasgriff öffnen. Und dann möglich ist dieser doch charismatische Sound, der da mit drinnen ist, auch trotz Euro 5 gemacht worden, weil da jetzt auch ein Auspuffklappen vorne mit dabei ist. Und somit hast du ja doch eine sympathische, ansprechende Geräuschkulisse. Dieses DFD-Display ist jetzt sicher auch was, was mancher, vor allem in Kombination mit dieser Bedieneinheit da links unten, ein bisschen überfordert, wo du da denkst, hey, das ist immer too much auf so einem Abenteuermotorrad. Ich muss aber sagen, dass sich das im Fahrbetrieb schnell relativiert. Du kannst da das Display einstellen, wie du willst. Und jetzt habe ich immer eine übersichtliche Variante genommen, wo de facto recht wenig Informationen mit drinnen sind. Es ist halt einfach gut ablesbar, es hat einfach eine gute Qualität und das passt halt einfach. Aber auf der anderen Seite
kannst halt du da oben drauf wahnsinnig viel draufpacken. Du hast hier durch dieses Apple CarPlay ein komplettes Apple-Navigationssystem mit dabei in einer glasklaren Auflösung, und das ist natürlich schon eine geile Geschichte. In dem Video habe ich eh auch Aufnahmen, unten drunter ist der Link, wo man das sieht. Also das ist natürlich was, was so andere Navis, wenn ich das so sagen darf, natürlich nie in dieser Qualität können, wie Google Maps oder Apple-Karten. Das ist einfach leibernd. Du hast die Points of Interest mit drin, die Haptik ist leibernd, das funktioniert, das kannst du super mit Sprachassistenten Siri bedienen. Ja, machen wir vielleicht einen Break. Dieses Apple CarPlay versuche ich in einem anderen Video, weil mit 360 Grad sieht man das wirklich leibend, vielleicht noch ein bisschen genauer zu erläutern. Unten drunter sind jedenfalls die Links dazu. Ich habe jetzt hier zu tun, ich habe jetzt hier meine Fotoaufnahmen und möchte mich verabschieden. Aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen so den Charakter der Afrika Twin ein bisschen wirklich so live im Sattel mitbekommen, und freut mich, wenn es vielleicht unten ein bisschen kommentiert, Fragen stellt, euch eure Meinungen, eure Statements dazu abgibt. Freut mich wirklich sehr, und über Wertschätzung einen kleinen Daumen rauf. Freue ich mich wirklich auch sehr, aber ich bemühe mich da echt, dass ich für euch einen vielfältigen Content mit heimbringe. Tschüss und Baba!